Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir gerne das Kanto-Team zeigen. Und zwar habe ich mir für heute überlegt, dass ich nur Pokémon aus der Kanto-Region spiele. Das wiederum bedeutet nur Pokémon der Gen 1. Und welches andere Gen 1 Maskottchen-Pokémon könnte man nehmen, außer Glurak? Das muss jetzt dabei sein. Ich glaube, sehr, sehr viele denken, wenn man an Gen 1 denkt, wahrscheinlich an Glurak oder Pikachu, Mewtwo, irgendwas in die Richtung. Aber Pikachu und Glurak sind schon Fan-Favorites. Da gab es ja schon sehr, sehr häufig Abstimmungen, was denn die beliebtesten Pokémon sind. Und Glurak ist immer bei den Top-Pokémon dabei. Von daher habe ich das jetzt auch mit dabei. Und zudem hat es ja auch die verbesserte Flügelschlagattacke. Beziehungsweise die Attacke wurde ja diese Season ein bisschen besser gemacht. Und das Ganze möchte ich abrunden mit meinem Garados und meinem Relaxo. Ich darf nur keine Gesteins- oder Elektro-Pokémon erwischen, aber das ist natürlich auch das Knifflige dabei, das war so der Plan. Ansonsten hätte ich vielleicht auch Nidoqueen mitnehmen können. Es gibt schon einiges, Dragoran hätte ich mitnehmen können, Slimog, da wären schon viele Möglichkeiten gewesen. Aber ich dachte mir, weißt du was, wir versuchen irgend so eine kleine nervige Schwäche mit einzubauen und vielleicht treffen wir das ein oder andere Ampharos. Wäre natürlich auch ziemlich witzig. Und ansonsten, falls du nichts mehr verpassen möchtest, gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Und wir starten jetzt. Das Kanto-Team und ich wünschen dir viel Spaß bei dem Set und let's go. Einzeln gibt es natürlich so ein paar Pokémon, auf die man keine Lust hat. Gestein oder auch Elektro. Wasser in der Führung, ja, ist doof, aber lässt sich regeln. Das ist, glaube ich, ganz okay. Wobei ich sagen muss, ich werde hier ködern müssen. Denn ich gehe felsenfest davon aus, dass der Gegner hier die erste Attacke schilden wird, weil er mich höchstwahrscheinlich danach abschwächen möchte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Gegner diesen Plan verfolgt. Von daher genau machen wir das so. Lassen das jetzt einfach mal durch. Ich rechne mit Downreigen, oder? Ich glaube nicht, dass man auf Sturzflug geht. Ja, perfekt. So, und wir gehen raus. Ja, es ist mir bewusst. Schlecker? Aha, Viridium. Ah, okay, ich verstehe. Oh, Glurak hätte Bock, gegen dich zu kämpfen. Der Flügelschlag ist nun mal sehr effektiv gegen beide deiner Typen. Aha, interessant. Ich mache dennoch ganz guten Schaden. Sanktoklinge ist sehr effektiv. Aber ansonsten, nicht so schlecht. Ja, Kampf ist natürlich effektiv. Und ich muss sagen, das Ding sieht in Shiny wirklich schön aus. Das ist mit eins der schönsten Shinies, wie ich gerade feststelle. Das normale Grün finde ich zum Vergleich hier mit dem Shiny ziemlich langweilig. Hey, boah, das gefällt mir. Das sieht wirklich nice aus. Jetzt mal ohne Mist. Das sieht echt nice aus. Ich werde jetzt die Attacke schilden, weil das Pokémon müsste auch die Steinkante beherrschen. Wenn ich mich nicht irre, und die darf ich natürlich nicht durchlassen. Es ist nur eine Sanktoklinge. Nervig. Sehr, sehr nervig. Ich glaube aber nicht, ich hoffe, dass du nicht Steinkante und Sanktoklinge hast. Oder kannst du Steinkante? Oder kann das nur Kobalium? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Aber du gehst zumindest drauf. Von daher nicht so tragisch. Die Frage ist, wie spiele ich das jetzt am besten aus? Wartet da hinten noch ein Trombok? Vielleicht. Wenn du Glurak hier loswerden willst, könnte das durchaus möglich sein. Ich glaube aber nicht, dass ich das schilden möchte. Du schaffst keine zweite Attacke und das überlebe ich sogar noch. Das heißt, wir snipen. Oh, du kannst Steinkante. Das Team also. Das ist gerade nicht optimal für mich. Das ist nicht optimal. Wirst du ködern? Oder geht man hier einfach safe auf einen doppelten Steinkanten-Move? Ah, das ist nicht gut. Okay. Ich kann es nicht gewinnen. Ja, das wäre auch nichts geworden, wenn du nicht geködert hättest. Ja, okay. Du bist da ziemlich, ziemlich schnell bei den Attacken und ich mache halt nicht genug Druck. Ich komme auch nicht dazu abzufangen. Von daher können wir das eigentlich auch sein lassen. Das ist natürlich nervig, wenn ich dort
mit zwei gesteinsschwachen Pokémon am Start bin. Ja, komm, fahr mich nochmal runter, der Doppelkick reicht aus. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Taubos und doppelt das. Ja, okay, ich verstehe. Du hast in der Führung eine Gesteinsschwäche und beide deine Pokémon kommen da eigentlich ganz gut gegen an. Eisschwäche hast du ebenfalls und ja, beide in deiner Backline kommen da gut gegen an. Du hast eine Elektroschwäche und Viridium kommt da auch sehr, sehr gut gegen an wegen den Resistenzen. Das hier gefällt mir. Steinhagel darf ich natürlich nicht durchlassen. Aber ich möchte natürlich in diesem Matchup hier drin bleiben, denn Relaxo hat keinen Bock. Relaxo will da nicht rein. Ich muss ja hier nur korrekt in Anführungszeichen einen Steinhagel schilden. Ansonsten sieht das doch eigentlich ziemlich knackig aus. Ich werde das nicht durchlassen. Du hast 7 Sofortattacken gemacht und du köderst nicht perfekt. Das heißt, da kommt auch nichts mehr. Außer das hier. Aber dir einen Move von mir zu drücken, die ist sehr effektiv, die Attacke. Die darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Tust du auch nicht. Und ich gehe raus. So, das wiederum bedeutet, ich kann Relaxo loswerden. Was natürlich gut ist, denn Relaxo will nicht gegen Macho kämpfen. Erdbeben kommt, Hälfte der KP weg, genau. So, jetzt heißt das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir setzen jetzt einfach mal den sehr effektiven Move ein und ich hoffe, dass ich das nicht bereue. Ich bin gespannt. Oh nein, ich hätte sowas von ködern können. Ich hätte sowas von ködern können. Der Steinhagel besiegt mich aber nicht. Es sei denn, es ist noch ein Erdbeben. Nein, ist es nicht. Aha. Trotzdem hätte ich entspannt ködern können. Ja, da habe ich mir das gerade ein wenig schwer gemacht. Ha. Lohe Kanonade korrekt geschildert. Danach den ersten Kraftkoloss korrekt geschildert. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich mich dort noch nicht abgeschwächt hätte. Ich muss das hier leider durchlassen. Glurak kann sich das nicht erlauben, aber ich erhoffe mir, dass Garados das schon hinbekommt. 1, 2. Ja, ich muss es durchlassen. Ich muss hoffen, dass mein Glurak mit einem Schild sweepen kann. Das wäre auf jeden Fall mein Plan. Bitte fang nicht ab. Ich will dich zumindest loswerden. Das Macho ist absolut kein Problem mehr. Also, schaffe ich es, dein letztes Pokémon mit Glurak zu besiegen? Oder ist das nicht möglich? So, 1. Aha, Nachtara, es sieht nicht gut aus, meine Freunde. Ganz und gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ich werde den jetzt ruhig schilden, weil ich da sowieso nicht drum rumkomme, hier Schilde zu nutzen. Okay, wie viel macht die erste? Reichen 2 Lohe-Kanonaden zufällig aus, um dich zu besiegen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, möglicherweise. So. Du hast jetzt gleich deine nächste Attacke. Das wiederum bedeutet, ich mache noch eine Sofortattacke und danach meine Ladeattacke. Aha, KP-mäßig sieht's nicht schlecht aus. Ich müsste also noch 1-2 Konter überleben und in der Zeit, wo ich 1-2 Konter überlebe, kriegst du effektiven Flügelschlagschaden. So. Ja. 1, 2 und das war's. Perfekt, okay. Glurak gewinnt hier nochmal mit einem KP den Kampf und das gefällt mir. Ja, okay. Kanto ist am Start. Wir wollen der Alabastia sein, ne? Ich will der Alabastia sein. Nein, ich singe jetzt nicht. Ich musste es mir extrem verkneifen. Ich musste es mir tatsächlich extrem verkneifen, nicht schon wieder zu singen. Boah, ich bin extrem müde. Ich bin extrem müde. Der, die, das. Ich wollte schon wieder singen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, ist Giratina, genau. Richtig. Ich könnte Quizmaster werden. Komm, wir gehen einfach mal in den Hardcounter. Das wollte ich zwar nicht. Ich bin da einfach nur wieder mit meinem dicken Daumen drauf gekommen. Aber schon okay. Ich werde hier einfach mal entspannt reinködern. Warum eigentlich nicht? Es gibt ja nicht viele Gründe, weshalb das hier nicht wunderbar möglich ist. Es war abzusehen, ist aber auch nicht unbedingt tragisch. Wir setzen jetzt hier ein. Jetzt überlebe ich danach, glaube ich, keine Attacke mehr. Oder? Nee, ich glaube nicht. Jetzt schildest du auch korrekt. Ha, ich muss vielleicht nächste Mal direkt auf den Kraftkoloss.
Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ich glaube, das wäre besser. Die Frage ist, wie werde ich dich los? Glurak und Steinkante, die sind jetzt nicht unbedingt dicke, würde ich mal behaupten. Nee, 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 das wollen wir nicht. Oh, warum tust du das denn, Alter? Bitte fang jetzt nicht ab. Okay, es ist so eklig, da rein zu ködern. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse sowas wie die Pest. Aha, okay. Und jetzt ziehst du mir ein Schild, weil ich sonst draufgehe. Das heißt, ich schilde das jetzt und du gibst mir die Attacke und du wirst meinen nächsten Move wahrscheinlich abfangen, ne? So, eins, zwei, drei. Und damit haben wir gerechnet und da haben wir natürlich keinen Bock drauf. Wir haben jetzt zumindest eine Drachenklaue. Okay, da kommt die besagte Drachenklaue aber aus der gegnerischen Sicht. Da kommt der nächste Move. Vielleicht reicht es ja aus, Feuer oder mit einem Knirscher, um dich gleich zu besiegen. Wäre natürlich geil, aber wer das bei Giratina glaubt, bin mir nicht sicher, das Ding ist übel tanky. Ja, Gyarados ist sehr offensiv und kann hier schon Schaden raushauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausreicht. Nein, leider nicht. Und du schaffst noch eine Attacke. Wenn wir mal von einer doofen Situation ausgehen und über eine sprechen wollen, dann nehmen wir doch am besten diese hier. Ich lass mich farmen. Ich lass mich runterfarmen. Es macht für mich absolut keinen Sinn, da jetzt nochmal einzusetzen. Dann hätte dein Cobalium Farm gekriegt. Hast du dein Move ready? Ich brauche noch eine Sofortattacke. So, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss versuchen, mega viel Energie hier irgendwie zu behalten. Aber wenn du mir später eine Sancto-Klinge drückst, könnte ich vielleicht irgendwann in die brenzliche Situation kommen, dass du mich schon besiegst. Aber hier ist meine Attacke und die besiegt dich. Wenn du drüben nur Strauchler und Mondgewalt hast, habe ich eventuell eine klitzekleine Chance, dich noch zu besiegen. Und es sieht ganz danach aus. Glurak bringt die Leute dazu, aufzugeben. Perfekt. Ja, die nächste Lore-Kanonade hätte vielleicht mit den Sofortattacken ausgereicht, aber du hattest doch nicht auch, du hattest nicht gerade wenig Energie. Vielleicht hätte Mondgewalt und ein Seher ausgereicht. Mondgewalt und ein Strauchler. Strauchler wird zwar durch beide Typen resistiert, aber mit ein paar Sofort. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte an der Stelle noch nicht aufgegeben. Das sieht weird aus, diese Kürbislaterne. Das ist keine gute Führung. Und ich habe auch keine richtige Antwort. Ich muss aber immer scouten, was du für eine Attacke hast. So, wie spiele ich das am besten? Ich weiß, dass ich einen Move überleben kann. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, wie das bei dir aussieht. Möchte ich hier reinködern oder will ich direkt die richtige Attacke drücken? Aha, du machst jetzt solche Faxen mit mir. Ja, komm, wir drücken dir jetzt einfach den richtigen Move. Ja, du wirst vielleicht jetzt durchlassen, weil du deine Verteidigung gestärkt hast. Bin ich mir aber nicht so sicher. Perfekt. So, Body Slam haben wir nämlich auch ready. Gyarados, der Safe Switch Boss ist am Start. Die Möglichkeit mit dem Dickerchen hier, den Wechsel zu holen, der besteht. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ja, okay. Beide meine Pokémon haben jetzt nicht unbedingt Bock, gegen dieses nervige Primarina zu kämpfen, denn alles, was ich zu bieten habe, wird resistiert. Sowohl, ja, beide Ladeattacken auf beiden Seiten. An sich gibst du mir hier eigentlich nur noch mehr Farm. Ist das jetzt ein Nachthieb? Der wird schon Schaden anrichten, aber ich werde das jetzt mal durchlassen und hoffen, dass ich dich gefarmt kriege. Eins, zwei, drei, vier, im Gleichstand einsetzen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass du mir noch einen Move drückst. Ja, okay. Es sieht gerade nicht sonderlich gut aus für mein Team, denn, wie ich das schon irgendwann mal angesprochen habe, Primarene ist ein Problem. Ein Primarenenproblem. Ein Problemiren, ach egal. Auf Krampf da was rauszukitzeln, bringt natürlich auch nichts. Ah, es ist crazy, wie viel Schaden das eigentlich macht. Ich schaff's nicht. Nein, 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 nein. I am so gierig. I am viel so gierig. Ich hätte da entspannt noch eine Drachenklaue rausgekriegt und das hätte mir wirklich gut gefallen. Ich habe noch mal zwei Schilde, bringt mir aber nichts. Mit der Drachenklaue wärst du schon weg gewesen. Du machst mit Charme zu viel Schaden. Nicht cool. Nicht
Cool. Und den Tank hier werden wir nicht mehr los. Ja, ich weiß, ich habe einen riesigen Energievorteil. Ich habe noch ein Schild, aber er hat ebenfalls noch ein Schild. Und ich habe nicht mehr so viel KP. Das heißt, das war schon eine Situation, wo man durchaus mal aufgeben kann. Jetzt sind wir immer noch am Start. Wir haben noch die Möglichkeit, positiv rauszugehen. Kanto-Team ist noch nicht abgeschrieben. Bisa-Floor hätte ich ja auch noch spielen können. Es gibt so viele coole Kanto-Pokémon, die man hätte nehmen können, aber habe mich hierfür entschieden und ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Flunschlick. Das ist nicht cool, by the way. Gar nicht cool. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, du setzt bei 6 ein. Das wiederum bedeutet, du bist jetzt bei plus 1. Möchte ich dann gleich einmal ködern? Das heißt 7, 8, 9. Du hast jetzt nach der nächsten Sofortattacke wieder eine Ladeattacke. Ist das hier clever gewesen? Nein, natürlich nicht. Das war sowas von doof, ne? Warum macht er das? Er nimmt mich hier gerade komplett hops. Und dann kommt auch noch ein Taubos rein. Hey, ich sehe so viele Taubos mit Flügelschlag. Ich möchte aber nicht meinen Legacy-Windstoß bei Taubos entfernen, um die andere Legacy-Attacke drauf zu bekommen. Da habe ich tatsächlich kein Interesse dran. Schwierig, ich will mir aber auch nicht ein zweites hochziehen. Ich glaube auch, dass ich kein zweites 100er habe. Obwohl, ich glaube, ich bin so bescheuert, ich würde das, glaube ich, noch machen. Aber wir urteilen einfach mal nicht. Ich glaube, ich sag nichts, ne? Ich bin der 4 Glurak hat für die Hyperliga. Das eine, das allererste, das ich hochgezogen habe, hat nicht mal die Lohe-Kanonade. Da spiele ich Drachenklaue und Hitzekoller drauf, weil ich, als ich angefangen habe, kein einziges Pokémon mit einer Event-Attacke hatte. So, okay. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und rüber und den Move abfangen. Glurak mit massenhaft Energie kann vielleicht gleich noch was reißen. Ich lasse das hier problemlos durch. Downregen will man auf keinen Fall schilden. Trombor kommt. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Oder ist es das? Ich bekomme hier zumindest einen Knirscher raus. Der ist ja an sich gar nicht mal so verkehrt für Chip-Damage, oder? Ja, das geht eigentlich. Das geht eigentlich klar. Ich muss jetzt nur gucken. Jetzt bin ich in einem Bereich, wo wahrscheinlich Samenbomben ausreichen, um mich zu besiegen. Die Frage ist, du gehst auf den safen Spukball. Das heißt, eine Sofortattacke und wir setzen ein. Wie werde ich gleich Flunschlick los? Das wird das Problem. Ich glaube, positiv hier raus kommen wir nicht mehr. Schwierig. Ich darf das nicht schilden. Ich darf es nicht schilden. Weil ansonsten kommt da ganz entspannt... Oh, okay, das war's. Ja, fahr mich runter. Das wird nichts mehr. Ich habe zwar massenhaft Energie, aber da gehe ich leider drauf, weil hätte ich das jetzt durchgelassen, wäre da entspannt ein Steinhagel gekommen und der hätte mich dann zur Strecke gebracht. Alles klar. Positiv sollte es nicht werden, aber dennoch hoffe ich, dass dir das Spaß gemacht hat. Schreib mir doch bitte dein Feedback in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.